Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, damit recht herzlich willkommen zu Vor Ort aktuell heute am Mittwoch, dem 31. März mittlerweile. Wir sind wieder auch mit dabei und direkt vor dem Bundeskanzleramt. Und bevor es hier losgeht mit dem Merkel muss weg Mittwoch, hören wir uns noch zwei Bundestagsreden an, unter anderem eine von letzter Woche Mittwoch vom 24. März, wo Claudia Roth in Aktion ist, und die zweite denn Stefan Brandner. Ja, wir sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Kollegen, auch für Sie gilt der generische, der generische Maskulinum, das gilt, ist die deutsche richtige Anrede, die ist bis heute... So, dann bekommen Sie einen Ordnungsruf von mir, weil es gibt einen Beschluss, dass Sie die Präsidentinnen als Präsidentin bezeichnen. Ich erteile dem Abgeordneten Braun einen Ordnungsruf. Und das korrekte Deutsch gilt für alle. Ich bitte, die Zeit anzuhalten. Ich bitte, die Zeit anzuhalten, wenn hier in dieser Form in meine Redezeit eingegriffen wird. So, Sie haben die gar nicht zu bitten. Sie haben jetzt zu reden oder Sie hören auf zu reden. So. Die Istanbul-Konvention ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Der türkische Präsident Erdogan hat den Austritt aus der Konvention verkündet. Ein fatales Zeichen ist gesetzt. Erdogan missachtet die Frauenrechte. Die türkische Oppositionspartei CHP teilt mit, der Austritt bedeutet, dass so wörtlich Frauen Bürger zweiter Klasse sind und getötet werden. Ich habe jetzt sofort, Entschuldigung. Die Grünen haben diese Aktuelle Stunde verlangt. Die Grünen müssen offensichtlich etwas korrigieren, müssen sich rechtfertigen. Denn sie sind eigentlich alte Erdogan-Fans, Beifallklatscher für den Despoten. Die Frauenrechte in der Türkei waren ihnen lange Zeit völlig egal. Allzu oft völlig blind gegenüber der Gefahr aus dem legalistischen Islam. Allen voran Claudia Roth, die umarmt ja auch Massenmörder aus dem Iran gerne mal und grüßt sie mit einem kumpelhaften High Five. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und bitte, dass das morgen im Ältestenrat thematisiert wird. Chef Erdogan, Ihr edler Held gegen das böse türkische Militär. Ich bleibe bei der Sache im Gegensatz zu anderen hier. Als Erdogan an die Macht gekommen war, gehörten die Grünen als Regierungspartei zu den ganz lauten Trommlern für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei. Und immer war Erdogan der große Held gegen das böse, böse Militär. Ein zu großer Einfluss des Militärs auf die Politik ist natürlich schädlich, aber die starke Generalität hat die islamische Radikalisierung der Türkei lange Zeit verhindert. Genau diese Radikalisierung betreibt jetzt Erdogan. Erdogans islamistische Gesinnung ist es, die Jahr für Jahr Hunderte von Frauen das Leben kostet. Frauenrechte sind wichtig. Die AfD-Fraktion betrachtet mit großer Sorge die Entwicklung in der Türkei. Erdogans Scharia-Politik kostet zigtausende von Menschenleben. Sayran Ateş, die mutige Berliner Anwältin, sie muss unter ständigem Polizeischutz leben, weil sie den politischen Islam kritisiert. Und das mitten in Deutschland. Sayran Ateş schreibt, ein Gutteil der muslimischen Jugendlichen in Deutschland denkt mittlerweile islamisch identitär. Das haben wir den vom türkischen Staatsislam dominierten Verbänden zu verdanken und der ständigen Klassifizierung kritischer Auseinandersetzung damit als rechts. Zitat Ende. Die Armenien-Resolution 100 Jahre hat das deutsche Parlament gebraucht, um diesen Völkermord als das zu benennen, was er ist. Die Bundeskanzlerin und Herr Steinmeier sprechen immer noch nicht von Völkermord.
und die Resolution wird nach wie vor durch den Bundestag nicht ernsthaft umgesetzt. Aber das ist auch kein Wunder. Die CDU pflegte ihre Partnerschaft zur Erdogan-Partei AKP. In der SPD geben sich türkische Funktionäre die Türklinke in die Hand. Diese Funktionäre hetzen massiv gegen Armenier. Die etablierten Altparteien sind mit den Leugnern des Völkermords verbündet. Sie sind damit ganz, ganz tief in die Leugnung des Völkermords an den Armeniern verstrickt. Nur die AfD steht konsequent an der Seite der Armenier. Sir Karl Popper sagte, der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Dieser Versuch führt zur Intoleranz, zu religiösen Kriegen und zur Rettung der Seelen durch die Inquisition. Zitat Ende. Wer den Himmel verspricht, aber die Hölle bringt, diese Hölle bringen Kommunisten und Sozialisten. Es geht in der Außenpolitik nicht darum, was der Himmel ist, sondern es geht vor allem in der Menschenrechtspolitik darum, was weniger Hölle ist. Der Einfluss der früheren kemalistischen Generalität in der Türkei war weit weniger Hölle als der Islamismus. Und eines muss die Bundesregierung sofort leisten. Die Beitrittsverhandlungen der Türkei zur Europäischen Union müssen sofort beendet werden, und zwar restlos. Super. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Korruption kommt heute meistens subtiler daher als noch früher. Früher war es 100.000 Mark im Koffer. Heute geht es anders. Heute bekommt man lukrative, einflussreiche Posten oder Pöstchen für systemkonformes Verhalten oder postpolitisches Schweigen. Die Präsidentenstelle beim Bundesverfassungsgericht, einen Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn, man wird Präsidentin einer Bundesanstalt, dazu fallen einem gleich die Namen Habert, Pofalla und Nahles ein. Aber auch die Grünen, Frau Hasselmann, lassen sich nicht lumpen und gerne einkaufen. Fliegende Wechsel zu Lobbyverbänden von ihren früheren Vorsitzenden Gunda Röstl und Kerstin Andral, die Hauptgeschäftsführerin, wurde bei einem Bundesverband. Das gehört ebenso zum guten grünen Ton wie Wechsel in die Süßwarenindustrie vom ehemaligen Staatssekretär Berninger oder im Bereich der Dämmstoff- und Zigarettenindustrie wie die ehemalige Staatssekretärin Tritz. Und wem ist bei einem Lobbyjob nicht reicht, intellektuell oder mental, und der trotzdem viel Geld braucht, der borgt sich viel Geld bei dubiosen Darlehensgebern. Ich sage nur Cem Özdemir. Soweit die Vergangenheit. Nun hängt die Korruption, meine Damen und Herren, seit einigen Wochen wie ein Damoklesschwert über den Parteien, zuvörderst denen der CDU und CSU. Spötter sagen bereits, das C stünde für Clankriminalität. Aber stimmt das? Sind Amthor, Nüsslein Spahn, die Familien Laschet und Söder Baumüller, Sauter, Löbel, Fischer, Barreis, Herr Gauweiler, Zech, Pfeiffer mit 3F, Frau Hohlmeier, also die Strauß-Tochter, Frau Tandler, die Tochter des ehemaligen bayerischen Finanzministers, Herr Hauptmann aus dem engsten Thüringer Moring-Umfeld, Herr Lindner, Herr Kaffier, Herr Irmaff, Herr Straub, Herr Rieger und wie sie alle heißen, sind das tatsächlich nur Einzelfälle, die gar nichts mit Korruption zu tun haben? Ich tendiere zu der Auffassung, es sind keine Einzelfälle, denn Korruption und Bestechlichkeit sind typisch für ein System, in dem immer die gleichen irgendwo regieren und an den Schaltstellen der Macht sitzen. Jahrzehntelange immer gleiche Regierungsbeteiligungen wecken Interessen bei Bestechern und Begehrlichkeiten auf der anderen Seite. Meine Damen und Herren, wir sehen an diesen Geschichten die Maxime dem deutschen Volke. Die draußen am Reichstag steht, die gilt für sie nicht mehr. Für sie gilt die Maxime, wer wird Millionär? Und das ist verdammt schäbig, das sage ich Ihnen von hier vorne aus. Und interessant ist ja, dass in diesem System die ganzen Korruptionsfälle, die jetzt hervorkamen mit den Jungspunden und Hinterbänklern aus CDU, CSU, da sind Millionenbeträge geflossen. Mich persönlich würde mal interessieren, wie sieht es denn mit den Leuten aus, die vorne sitzen, die tatsächlich bei Ihnen Einfluss haben? Geht es da dann um sechs- oder um siebenstellige Summen? Da wird noch einiges zutage kommen. Ich bin überzeugt.
Zum Antrag selber. Um diesen Missständen beizukommen, helfen gesetzliche Vorschriften nur bedingt und Ehrenerklärungen, ich sage nur Hauptmann, helfen schon mal gar nicht. Gegen solche Auswüchse, gegen kleptokratische Anwallungen helfen nur ein grundlegender Politikwechsel und viele Jahre der Altparteien in der Opposition. Und daran, meine Damen und Herren, arbeiten wir. Dafür arbeiten wir jeden Tag von hier vorne und auf den Straßen. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion. Ja, da war doch einiges los im Bundestag mit Frau Roth, die Präsidentin genannt werden will, wieder auf den Punkt gebracht, Stefan Brandner. Ja, damit ist es kurz nach 18 Uhr. Herzlich willkommen zum Merkel muss weg Mittwoch. Wer noch an der Veranstaltung teilnehmen möchte, wir sind etwas verspätet, bitte auf den Versammlungsort, der dafür vorgesehen ist. Ich darf noch mal dran denken, 1,50 Meter Abstand und es ist auch immer noch nach wie vor nach der Corona-Verordnung in Berlin eine Maske aufzusetzen. Es reicht aber im Freien auch die OP-Maske. Ja, damit ist kurz nach 18 Uhr und wir gehen mal dichter ran. Ja, Franz Wiese heute leider nicht da, der ist heiser, kommt erst nächste Woche wieder und wird dann sozusagen auch vor Ort sein. Ja, hier im Hintergrund eine Mahnwache, immer zwischen 10 und 22 Uhr, noch einige Tage hier in Berlin. Damit ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bitte denn auch das Banner auszurollen und heiße alle recht herzlich willkommen zur 202. Veranstaltung Merkel muss weg Mittwoch. Heute am bereits 31. Vorsicht, da steht was. Das können wir davor. Einen Meter wieder zurück. Und zwar, wie gesagt, die 202. Veranstaltung heute am 31. März. Leider, man sieht schon, Franz Wiese nicht anwesend, denn er ist heute leider heiser. Wird es dahingehend erst am nächste Woche schaffen. Wir rufen aber viele Grüße zu Franz, hallo. Und warum sind wir hier? Merkel muss weg. 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 Aber schnell, wie ich immer sage. Heute im Hintergrund hier einiges los. Auch von uns schöne Grüße an die Gruppe, die hier sozusagen, wir winken alle mal rüber, die ja auch eine Mahnwache macht. Der wievielte Tag ist das bereits bei euch, bei Ihnen? Der zweite? Und das ist immer zwischen 10 und 22 Uhr, wie ich gehört habe. Genau. Ja. Toi, 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 viel Erfolg. Ja, ansonsten diese Woche ja eine ziemliche ruhige Woche. Es ist keine Plenarsitzung im Bundestag. Das Wetter auch angenehm. Selbst ich habe wieder eine kurze Hose an. Mario lacht auch schon. Genau. Und ja, nächste Woche geht es dann wieder weiter sozusagen im Bundestag. Und da ist denn auch einiges Spannendes wieder mit dabei. Ja, ich gebe schon mal ab an Boris. Ich hoffe, der hat es noch im Kopf. Wir haben einen Termin in Dessau. Kannst du noch mal nachher mal nachgucken. Und zwar ist da ja auch Martin Reichardt und auch Birgit Bessin. Das war am 3., ne? Ja, das war jetzt am 3.4.
in Dessau. Ja, wir gehen, sagen Sie noch mal laut. Ja, das war am 3.4. in Dessau. Jo, auf nach Dessau. Genauer sagen wir es noch mal am Schluss mit den genauen Örtlichkeiten. Ja, ansonsten in Berlin gilt ja jetzt mittlerweile FFP2-Maske, zumindest in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch beim Einkaufen. Der Irrsinn geht sozusagen munter weiter. Man glaubt es nicht. Und ja, frage ich doch mal gleich jemanden, der hier nebenan steht. Was ist denn ihr, dein Kommentar dazu mit der FFP2-Maske? Übertrieben, ganz kurz und klar gedacht. Hallo Heidi. Ja, sagen wir auch eindeutig übertrieben. Und ich habe mir mal hier so ein FFP2-Maskenbehälter sozusagen mitgebracht. Den zeigen wir auch noch mal den Zuschauern zu Hause. Also mit der dortigen OP-Maske kann man ja noch nachvollziehen. So schaut das aus. FFP2-Maske zum Beispiel, was man so in der Apotheke kriegt. Und das Spannende ist doch da, was denn da so für Material benutzt wird. Oder in, ja, da braucht jemand eine Klorolle, Mittelfinger, das ist eine Beleidigung. Machen Sie es aber hier bei uns besser hier als bei Ihnen zu Hause bei Mutti. Absteigen, absteigen. Und jetzt Vorsicht, nicht gegen den Poller fahren. So, kommen wir nochmal zurück zu dem Inhalt der Maske FFP2. Da steht drauf, 42,8% Vlies, 28,6% Baumwolle und jetzt kommt 26,8% Glasfaser. Also was man doch sonst als Dämmstoff durchaus auch kennt. Also es ist doch spannend und es sei auch noch darauf hingewiesen, es steht ja bei diesen Masken ja drauf bereits dieses NE und das ist in Englisch und heißt dann sozusagen auf Deutsch übersetzt Einmalgebrauch. Petra, gebe ich das mal? Du willst was sagen? Aber Vorsicht, was? Ja, und von den Masken bekommt man ebenso eine Grippe, wie das mir passiert ist. Mit 39,6 Fieber, jetzt schon der 9. Tag. Aber Gott sei Dank schon wieder 37,4. Genau, es sind keine medizinischen Masken auf jeden Fall. Die fördern die Grippe durch das Schwitzen, durch die Schweißschübe. Und da muss man dankbar sein, dass man nicht eine Lungenentzündung bekommt. Ja. Apple und Co. Ganz genau so ist es, denn es war ja sogar schon bekannt geworden, dass bei übermäßigen Maskenbenutzung, selbst bei den OP-Masken, wenn man die lange aufhat sozusagen, schon der Aspergillus-Pilz, Schimmelpilz festgestellt wurde, der dann munter in die Lunge wandert und dieser Aspergillus-Schimmelpilz hat man ja sonst zum Beispiel gefunden bei den Mumien, damals im Tal der Könige, wo dort die Sarkophage geöffnet wurden und dort eben auch solche Schimmelkulturen dort sich verbreitet haben. Ja, also wie gesagt, so kurz wie möglich diese FFP2-Masken aufsetzen. Und wenn man hier Herrn Müller von der SPD hört, am besten auch noch zu Hause aufsetzen und bei den Kindern rund um die Uhr. Es ist nicht nachzuvollziehen. Hier mal vorbildlich. Fahrradfahrer und eine Familie ohne Masken, denn so ist es sinnvoll, denn im Freien braucht man keine Masken aufsetzen. Auch in der Bahn? Doch, in der Bahn ist es leider so. Seit heute? Ich fahre in der Bahn ohne Maske. Ich gehe von Anfang nach hinten ohne Maske. Ja, denn ist das sozusagen getraut oder super durchgehalten, aber sobald die Kontrolle kommt, ob Polizei oder sonstiges, ist denn einiges fällig. Ich warte, bis die Polizei kommt, die Leute sprechen mit mir, aber die Polizei kommt nie rein. Also ich lege darauf an, dass sie kommen. Ja, man hat ja auch positiv heute gesehen, durchaus, dass auch in Berlin
durchaus immer noch nicht die FFP2-Maske konsequent umgesetzt wird, wie ich heute hierher gefahren bin, mit teilweise öffentlichen, dass auch viele eben noch die OP-Maske aufhaben, was ja in dem Sinne ausreichend ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, erst war überhaupt keine Maskenpflicht, genau, denn die hat ausgereicht, sich eine Unterhose als Stofffetzen umzusetzen, umzubinden und sonstiges. Der Hausmeister hat viel Erfahrung in dem Sinne, wie der Franz sagen würde. Aber was passiert, wenn man die Maske nicht anhat? Ja, wenn man die Maske nicht anhat, im Freien, perfekte Atmung, so wie es sein soll. Und in der Bahn? In der Bahn ist nach meiner Kenntnis Stand 50 Euro mindestens Strafe zu zahlen seit heute, wenn man diese FFP2-Maske nicht trägt. Okay, ich gehe dann da rein, gucken, ob ich das schon bekomme, dann sage ich auch. Das gilt im Übrigen auch für diese Versammlung. Wir können es ja mal, ich habe nur gehört, eine Person sozusagen hat eine Maskenbefreiung, die andere nicht. Nö, ich habe nicht, ich trage. Ja, ja, so, ja, wir gucken mal. Schauen wir mal. Ja. Wie gesagt, diese Woche ist hier nicht viel los und für die Zuschauer zu Hause wissen es ja, es ist ja hier Regierungsviertel, hier wohnt also auch niemand, hier gibt es viele, die sozusagen durchlaufen, durchfahren mit dem Fahrrad. Es ist hier doch recht leer, aber wie gesagt, positiv auch die Truppe, die hier eine Mahnwache macht. Und da ruft jemand, Merkel muss bleiben, das ist ihre Meinung. Bitteschön. Auf jeden Fall fällt es auf, denn alle Aktivitäten, die hier vor dem Bundeskanzleramt ja sozusagen stattfinden, werden ja unter anderem von uns auch gefilmt und auch auf dem Bundeskanzleramt sind ja, das hat man neulich schon mal, 4 Kameras mindestens installiert und das ist auch extra noch eine aufgerüstete Kamera, wo sozusagen wir im Blick sind. Und da grüßen wir auch mal in den Regieraum im Kanzleramt und schöne Grüße von uns. Wir winken nochmal. Ja, wie gesagt, nächste Bundestagssitzung erst übernächste Woche, 14. April, die 220. Sitzung. Und dort ist dann wieder Regierungsbefragung und der Befragung der Abgeordneten stellt sich diesmal Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Der Name sagt was. Und heute war allerdings Frau Merkel auch hier im Haus. Jetzt mittlerweile wird sie das bereits verlassen haben. Denn heute Vormittag hat wie üblich das Kabinett getagt unter der Leitung von Frau Merkel. Ja, wer hat es mitbekommen? Letzte Woche, der 24. März, auch ein Mittwoch, gab es ja unter anderem spannende Redebeiträge auch von der AfD und unter anderem hat ja der Herr Braun von der AfD, der Jürgen Braun, dort auch eine Rede gehalten, hat allerdings Frau Roth mit Frau Präsident angesprochen und da ging es ja dann heiß her, hat das jemand mitbekommen? Die war sauer. Ja, die war sauer. Die war richtig sauer. Und hat dann glaube ich gleich 2 Ordnungsrufe erteilt. Katze, genau. Also da zeigt sich doch was so. Ja, wir sitzen uns im Übrigen und auch das war eine Beleidigung. Es ist der Mittelfinger. Das können Sie hier bei uns gerne machen. Ansonsten besser hier als bei Ihren Eltern. Auch im gewissen Alter haben es ja viele noch nicht verstanden. So, dann hatten wir weiteres. Bei Anne Will war Frau Merkel anwesend, ja auch am Sonntag. Aber schon wieder ein Mittelfinger. Ja. Mann! Er hat mich angespuckt. Ja. Mich hat er angespuckt. Na, da kann man ja froh sein, dass das doch recht angenehm ist. Aber typisch Fahrradfahrer in Berlin. Also angenehm von der Temperatur, meine ich natürlich. So. Aber da sieht's mal wieder, liebe Zuschauer, wenn wir hier mal schwenken. Hier eine illustre Fahrradrundfahrtstrecke sozusagen vor dem Kanzleramt und doch manche Fahrradfahrer. Wie gesagt, Mittelfinger, Fäkalausdrücke und auch Spucken, wie wir jetzt wissen. Ja, bei Anne Will war ich stehen geblieben. Frau Merkel war dort ja eingeladen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dort in Adlershof befindet sich ja das Studio von Frau Will. Ich glaube, ein zweites gibt es auch noch in Köln, wie bei Herrn Plassberg auch. Und dort
hat ja Frau Merkel gedroht, den Ministerpräsidenten mit Entmachtung. Also das war doch mal schon mal eine interessante Aussage. Und dahingehend hat sich auch Herr Brandner geäußert. Und das lese ich gleich mal vor. Stefan Brandner ja aus dem Bundestag, von der AfD-Fraktion und auch wieder sozusagen gewählt worden, jetzt als Direktkandidat der AfD in Thüringen. Brandner äußerte sich dahingehend wie folgt: Merkel leidet an Größenwahn, schrieb er. Mit Drohungen gegen die Ministerpräsidenten wendet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Öffentlichkeit. Würden diese nicht nach ihrer Pfeife tanzen, wolle sie diese mit Hilfe des Infektionsschutzgesetzes entmachten. Vergisst aber dabei, dass Gesetze noch immer durch den Bundestag verabschiedet werden, nicht durch die Kanzlerin. Das sagt der stellvertretende Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland, Stefan Brandner. Merkel, so er weiter, machte im sonntaglichen Interview deutlich bei Anne Will, dass sie sich weitere Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen wünsche. Brandner weiter dazu: Merkel verkennt, dass sie bei den Ministerpräsidenten zu Gast ist und diese die Entscheidungen für ihre Bundesländer selbstständig treffen. Änderungen am Infektionsschutzgesetz sind hingegen Sache des Bundestages. Mit ihren Gedanken und Taten bricht Merkel wieder die Verfassung, wie schon bei der Euro-Rettung und Grenzöffnung. Sie agiert mehr und mehr als Alleinherrscherin über Deutschland. Widerstand von den Altparteien gibt es so gut wie keine. Mehr als Drohungen und immer härtere Einschränkungen fallen ihr seit über einem Jahr nicht ein. Die Regierenden versuchen, die Probleme dieses Jahrhunderts mit den Mitteln des Mittelalters zu bekämpfen. Und das mit einer größenwahnsinnigen, aber vollkommen unfähigen Herrscherin. Als AfD haben wir schon vor einem Jahr Konzepte vorgelegt, mit denen wir deutlich besser durch die letzten Monate gekommen wäre. So Brandner, gibt's mal einen kleinen Applaus für Herrn Brandner. Das ist doch durchaus sinnvoll, diese Kritik. Ja. Was haben wir noch? Es gibt noch wieder Neues von der CDU. Unter anderem jetzt ja ein CDU-Mitglied von der CDU Berlin, was ja auch aufgefallen ist mit dubiosen Geldgeschäften. Und da wurde dann auch prompt zurückgezogen, der Kandidatur. Und noch für alle, die uns in Hannover zuschauen, also in Niedersachsen, die dortige CDU hat den Bundestagskandidaten Tilman Kuban aufgestellt als Platz 1, der dortige JU-Chef. So ähnlicher Typ wie doch der Herr dort sozusagen auch in Mecklenburg-Vorpommern. Der Name ist uns bekannt dort. Jo, weitere Meldungen gab es ja auch noch. Da hat bestimmt auch wieder ganz besonders Herr Kellner drauf reagiert. Denn der Schäbli-Ehemann Maruf war in umstrittene Krankenhausgeschäfte verwickelt. Nisa Maruf und Safsan Schäbli sind sozusagen ja in der Hauptstadt aktiv. Frau Schäbli bei der SPD und der Ehemann und Geschäftsmann der Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales, Nisar Maruf, war, wie jetzt Recherchen der Welt am Sonntag ergeben haben, jahrelang in umstrittene Geschäfte mit Partnern in Golfstaaten verwickelt. Demnach verdiente Maruf für die Vermittlung von Patienten für den kommunalen Berliner Krankenhauskonzern Vivantes bereits im Jahre 2008 Provisionen, die laut einem Gerichtsurteil und Gutachten als sittenwidrig gelten. In einem Fall zeigen Dokumente, dass Maruf so unter anderem 27.000 Euro von Vivantes erhielt. Kurz darauf wurde der ehemalige Medizinstudent den Vizedirektor der Auslandssparte des Klinikkonzerns. Also auch da zeigt sich wieder einiges. Ja, und bis ich den nächsten Zettel habe,
rufen wir nochmal, warum wir da sind. Merkel muss weg. 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 Ja, kommen wir nochmal zurück auf das Thema Corona. Da gilt ja jetzt unter anderem, dass alle Flugreisenden müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, ehe sie nach Deutschland einreisen dürfen. Das ist ja durchaus vernünftig, unabhängig davon, ob man aus Hochrisikogebieten, Risikogebieten oder Virusmutationsgebieten kommt, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer und machte deutlich, dass die Bundespolizei dies auch konsequent überprüfen werden. Alle Reisenden aus dem nicht-europäischen Ausland sollen demnach kontrolliert werden. Bei Urlaubern aus dem Schengen-Raum der EU sollen die Kontrollen stichprobenartig, jedoch verdichtet stattfinden. Normalerweise gibt es innerhalb der EU gar keine Kontrollen. Weiterhin finden auch stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien statt. Diese verlängerte Seehofer um weitere 14 Tage. Dort seien die Infektionszahlen gerade in Gebieten nahe der Grenze zu Deutschland nach wie vor viel zu hoch. Die Kontrollen zur Grenze nach Tirol beendete Seehofer jedoch vorzeitig. Ja, das wie gesagt noch aktuell von Anfang dieser Woche. Dann gab es ja noch als weiteres eine Meldung, das machen wir nochmal hier so im Schnelldurchlauf. Es gab ja einen syrischen Flüchtling sozusagen, der für die Grünen für den Bundestag kandidieren wollte, Tarek Alofs, und der hat momentan seine Bundestagskandidatur zurückgegeben. Angeblich ist die Bedrohungslage zu hoch für ihn. Das konkrete Maß der Bedrohungslage blieb aber vorerst unklar, wie eine Stellungnahme gegenüber des Springer Verlags gab. Vor zwei Monaten hatte er, wie gesagt, angekündigt, Direktkandidat für die Grünen in Dienstlaken in Nordrhein-Westfalen anzutreten. So, weitere Kurzmeldung habe ich noch. Und zwar jetzt auch wieder was aus England. Dort gab es ja gestern die Schlagzeile, um weiße Vorherrschaft zu beenden. Kolonialistisch, Uni Oxford will weniger Mozart, Bach und Co. Auch Notenschrift sei für manche Studenten ein Schlag ins Gesicht. Ein Schwachsinn. Ja, man glaubt es kaum. Da noch etwas genauer drauf eingehend, ungewöhnliche Pläne an der renommierten britischen Universität Oxford. Professoren der Musikwissenschaft wollen den Lehrplan dekolonialisieren und die weiße Vorherrschaft in Kursen beenden. Einige Wissenschaftler beklagen, dass das in Oxford unterrichtete klassische Repertoire, das Werke von Mozart, Bach und Beethoven umfasst, sich zu sehr auf weiße europäische Musik aus der Sklavenzeit konzentrierte. Das berichtet die britische Tageszeitung The Telegraph. Sogar die Notenschrift steht unter Verdacht, sie habe die Verbindung zu ihrer kolonialen Vergangenheit nicht abgeschüttelt, spiele ein kolonialistisches Repräsentationssystem wieder und sei für einige Studenten ein Schlag ins Gesicht. Die spinnen, die Briten. Ja, zumindest die Universität ist doch recht fragwürdig. Die Wissenschaftler, also die sagen dennoch, die Studenten sind angeblich in großer Bedrängnis. Die Wissenschaftler schlagen demnach vor, dass musikalische Fähigkeiten wie das Erlernen des Keyboardspielens oder das Dirigieren von Orchestern nicht länger verpflichtet sein sollen. Das Repertoire zentriere strukturell die weiße europäische Musik.
was schwarze Studenten in große Bedrängnis bringe. Stattdessen sollen unter anderem mehr afrikanische Musik auf dem Lehrplan stehen. Inspiriert von den amerikanischen Black Lives Matter Bewegungen habe man das Ziel, die Vielfalt zu verbessern. Natürlich. Dazu müsse es auch mehr nicht weiße Lehrende geben. Der britische Parlamentsabgeordnete Ex-Minister John Hayes von der konservativen Partei übte Kritik an den Vorschlägen. Die Sicht der Musikwissenschaftler sei verzerrt. Sie sollten die Zeit der Pandemie nutzen, um mehr Geschichtsbücher zu lesen. Ja. Empfahl er. Vollkommen richtig. Ja, im Hintergrund gibt es gerade eine Kontrolle. Und da gibt es vieles zu sehen heute mal. Ja, wenn es nicht sozusagen morgen erst der 1. April wäre, sondern heute schon, könnten wir ja einiges sagen. Aber naja, das sagen wir auch diesmal jetzt mal nicht. Jo, was noch haben wir noch auf als Kurzmitteilung? Unter anderem auch eine Nachricht wieder aus Österreich. Wie gesagt, Hilfe ist sinnvoll, aber das vor Ort, wie ich immer sage, das Feld muss vor Ort bestellt werden. Und in Wien ist wieder aufgefallen, ein als Sportler getarnte Ausländer, und zwar getarnt als rumänisches Volleyballteam, versuchten neuen Ausländer oder Flüchtlinge aus Syrien am griechischen Flughafen in Athen die Grenzbeamten zu täuschen und in den Flieger nach Österreich zu gelangen. Das flog auf, als die vermeintlichen Profisportler aus dem Spiel genommen wurden und dann nicht mehr denn auf der Liste standen. Der Einfallsreichtum der Schlepperbanden kennt scheinbar keine Grenze. Ausgestattet mit gefälschten rumänischen Reisepässen und eingekleidet in sportlich selbstverständlich einheitlichen Teamtrainingsanzügen wurden 9 Syrer jüngst auf die Reise nach Wien geschickt. Wie gesagt, getarnt als Profi-Volleyballspieler, die ein wichtiges Turnier in Österreich zu bestreiten hätten. Und wie gesagt, an der Polizei, die genauer hingeguckt hatte, wurde das damit hingehend, konnte das verhindert werden. Denn selbst dort bei der Ausreisekontrolle fiel dann doch auf, die Qualität der gefälschten Dokumente war eben doch nicht gut genug. Aufmerksame Zollverhandler am internationalen Flughafen Athen entlarvten die vermeintliche Sportlerdelegation und legten den Männern denn die Handschellen. So macht man das! Ja, sehe ich auch vollkommen zu Recht. Denn haben bisher 40.000 Deutsche, wir kommen jetzt zurück, Stichwort Ostern und die Karwoche, 40.000 Deutsche sagen ab nach Mallorca, auf dem Flughafen von Mallorca wird über die Osterfeiertage die Ankunft von bis zu 40.000 Passagieren aus Deutschland erwartet. Allein bis zum 5. April sind auf dem Flughafen in Palma 532 Hin- und Rückflüge gemeldet. Und nochmal zur Corona zurück. Bundesgesundheitsminister Spahn hat einen Schlusspunkt für die Corona-Beschränkungen markiert. Auch die Verwaltungsrichter markierten einiges, und zwar die Notwendigkeit, von das bisher 10.000 aufgebrachte Bürger bei den Gerichten Klagen eingereicht haben und dort 10.000 Klagen gegen die Corona-Verordnung anhängig sind. Momentan. Ja, Unschönes hatten wir noch einmal von der SPD. Da ging es auch wieder um einen Bundestagskandidaten. Also es ist doch sehr verdächtig, wie bei den Altparteien doch jetzt geschummelt wird, getrickst wird und Pilz. Sonstiges gemacht wird. Bitte? Pilz, sagt der Pilz, ja. Und da ist jetzt aufgeflogen jemand von der SPD von Hamburg-Mitte, ein 29-jähriger Jannik Reg. Der hatte sich im Kreisverband um die Kandidatur zum Bundestag beworben, und zwar als Nachfolger von Johannes Kahrs. Der Name sagt ja auch noch was. Da guckt der Resa etwas skeptisch, aber Johannes Kahrs war bekannt. Und dort bei dieser Aufstellung
der Delegierten beging er einen Täuschungsversuch. Was war da los? Der Kreischef Hans-Jörg Schmidt berichtete in einem Zeitungsinterview, jetzt dieser 29-jährige Janne Greg, er habe versucht, mit unangebrachten Mitteln sich einen Vorteil im Wahlverfahren zu verschaffen. Greg gibt Red nach Bekanntgabe des Täuschungsversuchs auf seiner Seite bei Facebook zu. Er beende mit sofortiger Wirkung seine politische Arbeit und legte alle Ämter nieder. Ich entschuldige mich dafür. Und was hat er gemacht? Er hatte sozusagen bei der elektronischen Abstimmung, wollte er über andere zugehörigen Parteimitglieder selber abstimmen. So viel zur Briefwahl. So ja, soweit zum Thema auch Briefwahl. Nächste Wahl ist ja im Übrigen, ja, da gehe ich jetzt nicht hin. Nächste Wahl, also werden Sie, bleiben Sie gesund. Nächste Wahl ist am 6. Ja, da war schon was. Am 6.6. Richtig, am 6. Juni und zwar in Sachsen-Anhalt, auch das ist ja ein Amt, schon lange zu sagen. Was, guck mal, etwas dichter zu Ihnen, was würden Sie denn bevorzugen? Briefwahl oder die richtige Wahl? Schon die richtige Wahl, ne? Wir wissen ja, was in Amerika los ist. Ganz genau so ist es. Also richtig auch selber vor Ort im Wahllokal erscheinen und auch dort sozusagen das Kreuz machen und auch ab 8 Uhr hat ja jeder die Möglichkeit, dort zuzuschauen bei der Auszählung der einzelnen Stimmen und bei den Auszählenden auch genau hinzuschauen und sich dort davon zu überzeugen, dass auch die Wahlzettel richtig sortiert und auch richtig gezählt werden nach den einzelnen Parteien. Ja, damit haben wir schon kurz nach 18.30 Uhr und Resan hat noch eine Hand frei und ich würde dich wieder bitten, die Nationalhymne. Das war ein bisschen leise, aber super. Das machen wir. Jetzt singen wir gemeinsam die Nationalhymne. Jawohl. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Im Ganze dieses Glückes blühe deutsches Vaterland, blühe im Ganze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Kann ich anschließen, kurz was ein? Ja, herzlichen Dank, bravo. Hier gab es eine Anmerkung. Ja, ich hatte am Freitag eine interessante... Bitte etwas dichter an den Mund. Am Freitag eine interessante Treffen mit einer... Ach ja, ich bin bei Herrn Ulrich langgelaufen und vor mir lief jemand in einem sehr guten Watschelgang. Im Moment, den Watschelgang kennst du. Hinterher, das war meine liebe Kaiserin Jung. Und ich bin dann, sie ist an der einen Kasse dran, die anderen Sicherheitsleute hatten mich auf die andere Kassenseite weggeschoben. Ich bin dann raus und habe mir das Ganze noch gedacht, da guckst du ja an, mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Wer soll denn dann weiter regieren unter Schröder? Der hat uns in Harz getrieben, sein Moment. Die Frau, die da bald kommt, die hat euch 16 Jahre lang. Nein, das wird ganz anderes, der hat uns Herz getrieben. Gut, die Frau kam raus, ich war so 5-6 Meter entfernt. Die Security-Leute standen da um die Autos rum. Und ich habe dann natürlich mein höfliches Willkommen geahnt. Mensch, was weg! Das hat doch garantiert genauso gewirkt wie bei uns. Also wer jetzt noch aber zumindest hat jemand
zugehört. Jawohl. Aber leider hat sie mich nicht erhört. Also wer es jetzt nicht mitbekommen hat, der... Das war laut gewesen. Also habe ich das richtig mitbekommen? Du hast es mitbekommen, wo sie einkaufen war oder wer war das? Das ist bekannt, dass sie bei Hit Ulrich einkaufen. Bei Hit Ulrich dort in der Nähe vom Leipziger Straße. Der Mondstraße. Ja, interessant. Und das war diese Woche? Freitag. Letzte Woche Freitag. Ah ja, erstaunlich, dass diesmal nicht Herr Reichelt von der Bild oder von der Blödzeitung dabei war. Das werden doch immer Fotos gemacht, ne? Nein, weil nur die Sicherheitsleute. Das sind zwei Wagen gewesen und das war alles. Gut, und über ihren Einkauf, diese Privatsache, das geht mich nichts an. Also Überraschungseinkauf von Frau Merkel bei Hit Ulrich in der Nähe der Leipziger Straße. Das ist, glaube ich, U-Bahnhof Stadtmitte, ne? Nee, U-Bahnhof Mohrenstraße. Oh, darf man das denn noch sagen? Das heißt die Mohrenstraße. Mohrenstraße, ja, genau. Ja, Dankeschön für den Beitrag. Das ist doch immer recht interessant. Das ist ja auch durchaus noch positiv, wenn mal als Bundeskanzlerin einkaufen geht. Durchaus sinnvoll. Vermutlich wird aber nicht auf preisreduzierte Angebote geachtet. So, was Unschönes, es gab im AfD-Bürgerbüro von der AfD Brandenburg vom Kreisverband Elbe-Elster einen dortigen Anschlag. Erneut wurde das Bürgerbüro von Peter Drenzke, dem Landtagsabgeordneten aus Elbe-Elster, der auch im Landtag in Brandenburg für die AfD sitzt, beschädigt. Unter anderem wurden mehrere Scheiben eingeschlagen. Da kann man nur sagen, du. Ja, weiteres noch im Kurzdurchlauf. Da haben wir unter anderem was noch aus Wien. In Wien habe ich ja immer in unseren deutschsprachigen Nachbarländern auch einige Verbindungen. Und dort sind die Grünen aufgefallen, die dortigen Wiener Grünen. Die haben nämlich beantragt, vermutlich zum Frühlingsbeginn, also das ist jetzt ohne Lachen, das ist wirklich so, Wiener Grüne beantragen, mehr Abtreibung durchzuführen. Wörtlich schrieben die Grünen in ihrem Beschlussantrag, das Ziel dieser Personalmaßnahme ist es, die Zahl der durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche während der Fristenregelung ohne medizinischen Grund an den gynäkologischen Abteilungen im Wiener Gesundheitsverbund deutlich zu erhöhen. Dies schockierte unter anderem den FPÖ-Club-Obmann Maximilian Kraus und er sagte daraufhin, die Grünen knallen im heutigen Gemeinderat offenbar völlig durch und beantragen, dass es in Wien mehr Abtreibung geben soll. Völlig irre. Unser Ziel sollte sein, mehr glückliche Kinder und Familien. Ja, dann hat man noch als Kurzmeldung, deutsche Haushalte zahlen von allen EU-Ländern mit die höchsten Stromkosten. Das ist ja hier schon bekannt, das haben wir schon öfter. Dann gab es noch eine Verhandlungspanne. Das LKA löschte zehntausende Täterdateien. Durch einen Löschfehler sind 42.000 von rund 60.000 erkennungsdienstlichen Daten von Straftätern seit Januar auf einem Schlag weg, und zwar im Bundesland Sachsen-Anhalt. Magdeburg als Ermittler eines Reviers in Sachsen-Anhalt es im Februar mit einem Raub zu tun hatten, sind sie ganz sicher, dass sie den Täter kennen. Sie lassen ihre gesicherten Spuren im polizeilichen Informationssystem INPOL gegenlaufen, doch der Abgleich ergibt auch nach mehrmaligem Versuch keinen Treffer. Erst eine Nachfrage im Landeskriminalamt LKA bringt es ans Licht. Die Dateien sind gelöscht, obwohl es sich um einen Serientäter handelt. Skandalös ist, dass man uns nicht informiert hat, sagte ein Kriminalist, der nicht genannt werden will. Von, wie gesagt, rund 60.000 Datensätzen sind 41.875 gelöscht worden. Das bestätigte mittlerweile LKA-Sprecher Michael Glocke der Magdeburger Volksstimme.
und spricht von einer Fehlerkette, die zur Löschung geführt habe. Betroffen sei der erkennungsdienstliche Teil des Informationssystems, in dem unter anderem Fingerabdrücke, Porträtaufnahmen, Tätowierungen und Auffälligkeiten bei Personenbeschreibungen, zum Beispiel Narben gespeichert sind. Diese Dateigruppe ist erst vor kurzem vom Bundeskriminalamt BKA an die Länder rückübertragen worden. Nötig wurde dies durch ein kompliziertes System von unterschiedlichen gesetzlichen Löschfristen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Im konkreten Fall standen alle Daten zur Löschprüfung an, weil die Fristen überschritten waren. Dies hätte deshalb längst an die jeweiligen vor Ort ermittelnden Dienststellen weitergeleitet werden müssen, um zu kontrollieren, ob der Täter erneut straffällig wurde bzw. eine negative Rückfallprognose hat. Ist das der Fall, kann die Löschfrist verlängert werden. Bisher ist unklar, in welchem Umfang eine vorhergehende Prüfung der zu löschenden Gruppen vorgenommen wurde. Dies müsse geklärt werden. Also wie gesagt, da verschwinden dann mal in Sachsen-Anhalt einfach mal 42.000 erkennungsdienstliche Daten von Straftätern. Also auch sehr verdächtig. Ja, weitere Kurzmeldung noch. Es gibt jetzt auch bei Disney eine neue Muppet-Show mit Warnhinweisen die alte Muppet-Show wurde jetzt bei Disney mit Warnhinweisen versehen. Und auch bei Peter Pan, Dschungelbuch, Dumbo werden jetzt von der Disney-Gruppe mit Warnhinweisen gekennzeichnet, diese Serien. Auch deutsche Sender wollen künftig ihre Mediatheken überprüfen. Das hat man ja schon gehört bei Pippi Langstrumpf oder ähnliches. Und da zeigt es auch, wo es doch dort wieder hingeht. Zensur. Dann spannend ist noch aus Schleswig-Holstein, wie wir ja immer sagen, Genosse Günther, aber nicht Lars Günther, sondern der Günther aus Schleswig-Holstein von der CDU, der kann sich auch für Inlandsreisen Impfnachweise vorstellen. Inlandsreisen für Bürger, die ihre Corona-Impfung mit einem Impfpass nachweisen könnten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hält das für denkbar. Der von der EU geplante europäische Impfpass sei dafür ein sinnvolles Instrument, sagte Herr Günther, Daniel Günther. Weg mit der EU! Ja. Kann ich nur sagen, Herr Günther, lassen Sie sich die Spritze geben, wie wir ja jetzt wissen, AstraZeneca mal für über 60-Jährige, mal für unter 60-Jährige, würde doch sagen, für beide Personengruppen doch recht fraglich, weil eben das noch nach wie vor nicht durchgehend getestet worden ist. Und wenn man diese Thrombosen dort am oder im Gehirn dort, also Blutgerinnsel dort feststellt, das ist ja sehr gefährlich und kann ja auch, wie bekannt, zum Tod führen. Und es hat ja auch bei etlichen Frauen und auch Männern bereits zum Tod geführt. Also Vorsicht ist dort eindeutig gegeben. Dann gab es auch noch eine Regelung, das ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Wer beim Impfen sich vordrängelt, also wie zum Beispiel gewisse Politiker, die sich ja, das wird bei uns nicht vornehmen, bei uns drängelt sich keiner vor, ist doch tatsächlich geplant, ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro, wer beim Impfen, wie gesagt, sich vordrängelt. Dann hatten wir ja das noch in Nordrhein-Westfalen mit dem Rheinufer. Das wurde mittlerweile ja schon aufgegeben. Dort war ja die Corona-Regel, wenn man dort stehen geblieben ist am Rheinufer, das war ja diese Verweilsache, wer da stehen geblieben ist, 50 Euro. Ja, und es gab jetzt auch
die Meldung vom Arbeitsamt, ja, jetzt wieder Ende des Monats. Ja. Was haben wir dort lesen? Einmal braucht die Agentur für Arbeit weitere 6,3 Milliarden Euro. Die durch die Corona-Krise und deren Schutzmaßnahmen verursachten wirtschaftlichen Schäden steigern sich. Bei Kurzarbeitern wird der Bundeshaushalt weitaus stärker belastet als geplant. Die Bundesanstalt für Arbeit braucht weitere 6,3 Millionen, sagte sie Anfang der Woche. Und zwar wurden bereits im letzten Jahr 61 Milliarden Euro aufgewendet, um die Folgen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt abzufedern. Im vorletzten Jahr lagen die Ausgaben bei 33,2 Milliarden Euro, also letztes Jahr 61 Milliarden, im Jahr davor bei 33,2 Milliarden. Die Ausgaben übersteigen zudem den bisherigen Höchstwert aus dem Jahre 03 mit 56,8 Milliarden Euro. Durch die hohen Ausgaben musste ein Defizit von 27,3 Milliarden Euro ausgeglichen werden. Knapp 20 Milliarden Euro konnten aus der Rücklage eingesetzt werden. Weitere rund 7 Milliarden wurden nun aus dem Bundeshaushalt zugewiesen. Also wer meint, das würde nichts kosten, der irrt. Und man hat es ja auch gesehen, die Zahlen Kurzarbeiter und auch sonstige Arbeitslosen massiv gestiegen. Bitte? Darf man nochmal laut machen? Nicht ein Einzelner verliert seinen Arbeitsplatz wegen Corona. Natürlich. Ja, Herr Altmaier war das. Vielleicht arbeiten wir ja, da fällt uns so einiges ein, zu Herrn Altmaier. Da ist ja selbst der Franz noch schlank. Schöne Grüße von dir. Ja, es hatte sich ja auch, den hatten wir hier schon mal im Hintergrund, Herr Braun, der ja hier mal also vom Kanzleramtsleitung macht, der sagte ja, dass angeblich ab August jetzt wieder freie Fahrt für Urlaubsleute, also die Urlaub machen möchten, möglich wäre. Aber ob das denn tatsächlich eintritt, hier wird schon im Hintergrund der Kopf geschüttelt. Genauso ist es. Denn mindestens bis zum 26. September ist noch einiges zu rechnen. Reicht nicht. Reicht nicht. Ja, ja das kann noch, wie 20 gesagt. 20 Jahre noch. Ja. Hoffen wir es mal nicht. 40. Ja, hier gibt es schon 40. Ja. Mehr. Oder vielleicht Ihre Agenda durch. Ja, ganz genau so ist es. Der der zurück, wie es so heißt. Ja. Retreset. Genau. Es sind ja auch schon einige aufgefallen in Wien, die das ja jetzt hier dort im Bundeskanzleramt und bei der dortigen Regierung, also beim Wiener, aber österreichischen Bundeskanzleramt, schon hier tragen. Das ist ja so ein Kreis mit 17 einzelnen Farben. Das ist ja so sozusagen die Überschrift davon. Tja. Was haben wir noch? Hyundai, bekannte Autofirma, ersetzt wegen Brandgefahr oder muss wegen Brandgefahr Batterien in 80.000 E-Autos ersetzen. Ja, wunderbar. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai will international wegen potenzieller Brandgefahr die Batteriesysteme im 82.000 Elektrofahrzeugen aus eigener Produktion ersetzen. Die Rückholaktion werde etwa 1 Billion Won, etwa 742 Millionen Euro kosten, teilte der VW-Rivale am Mittwoch mit. Zusammen mit der kleinen Schwester Kia ist Hyundai der fünftgrößte Autobauer der Welt. Betroffen sind außer etwa 76.000 SUVs das Modell Kona EV, auch weitere Elektroautos und auch einige 100 Elektro-Stadtbusse, Busse von Hyundai müssen dort überprüft werden und wie fehlerhafte Software bei den Batteriesystemen
entfernt und erneuert werden. So viel zur Energiewende. Soweit zum Thema Wende, genau. Wie der Franz ja letztes Mal schon gesagt hat, wenn er da, komm gleich rüber, wenn er hier mit dem Dreirad vorfährt, mit seinem E-Dreirad, aber denn keine Steckdose findet und sozusagen dann hier sitzen bleibt. Hier gab es noch eine Meldung. Als es so kalt war, sind da unsere Elektrobusse gefahren. Ganz genau, da gab es ja auch schon Fehler, dass die Leistung da abrupt reduziert wurde. Also was früher BVG, Hälfte der Leistung, was früher noch unter anderem, wie viel war das, 150 Kilometer, waren denn nur noch nach 40 Kilometer, genau, die geschafft worden sind. Genau. Auch diese, in der Tat, dieser Einwand ist richtig, weil sozusagen die Elektrobusse dort erhebliche Probleme hatten, wenn es denn doch mal schneit oder die Temperaturen etwas absacken, so wie wir das ja überraschenderweise jetzt ja mal hatten gehabt, noch vor einigen Wochen. Ja, soweit noch zum Abschluss. Wir haben es wieder kurz davor, es müsste jetzt so 10 vor sein. 5 Minuten noch haben, du hast noch 5 Minuten. Ja, 4 Minuten hast du noch, 4 Minuten. Ja, vielen Dank für die Infos. Ja. Und er singt heute eben ein bisschen länger. Und noch zum Schluss ein Rauswerfer. 16 Tonnen Kokainfund im Hamburger Hafen, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Der größte Kokainfund in Europas großen Hafen Hamburg. 16 Tonnen wurden dort von Zollfahndern sichergestellt. Am 12. Februar fanden sie dieses in 3 Containern eines Frachters aus Paraguay neben Spachtelmasse getarnt in 20 Liter Kanistern. Und neben dieser Spachtelmaske, wie gesagt, 16.000 Kilo oder 16 Tonnen hochreines Kokain. Und zwar das mit einer Markt von vielen hundert Millionen, Marktwert von vielen hundert Millionen. Ja, soweit soll das von mir erstmal gewesen sein. Nächste Woche, wie gesagt, wieder mit Franz Wiese. Gib das hier kurz mal rüber. Und da sind wir dann schon zum 203. Mal sozusagen vor Ort. Und ihr habt es heute gesehen, wir haben die Osterwoche. Da steht schon was und bewegt sich. Und auch im Namen von Franz Wiese und auch von mir wünsche ich noch allen Teilnehmern ein schönes Osterfest. Am besten ich gehe mal durch und reiche das durch. Ein kleiner Gruß vom lieben Franz. Wir freuen uns, dass ihr alle immer so zahlreich kommt. Hatten wir dich jetzt schon? Ja. Und herzlichen Dank auch an Petra für die Übertragung. Oder Maria, Boris. Das war Dieter. Nee, Mario heißt Wolfgang. Der Diabetiker da. Genau. Auch was Kleines. Danke, lieber Resam, und deine Anwesenheit. Den haben wir noch vergessen. Einmal hier. Jawohl. Und auch besonders an dich. Du warst ja auch schon fast, wir haben heute das zweite Mal, nur mindestens 100 warst du auch dabei. Also, herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Wir freuen uns. Ich komme auch noch mal ins Bild und sagen tschüss. Bis nächste Woche. Und weil, wie gesagt, Merkel muss weg. Und Frau Merkel, wo drehe ich mich nochmal um? Sie haben mal gesagt, sie kommt zu uns mal runter. Das haben sie mir beim Tag der offenen Tür zugesagt. Wir haben sie noch nicht gesichtet. Helmut Kohl hätte es in Bonn gemacht. Mit so eine tolle Truppe. Bereits zum 202. Mal hier vor Ort steht. Und wie gesagt, es fällt auch die Teilnehmer hier von der Spontan- bzw. von der Mahnwache weiterhin gutes Gelingen. Man nimmt es zur Kenntnis. Sie sehen, auch die Polizei nimmt es zur Kenntnis, dass sie da sind. Toi, toi, toi für unsere Kinder, dass auch bald wieder sozusagen freies Durchatmen möglich ist. Das war's von uns für heute. Wir kommen wieder am 7.
April. Und bis dahin, tschüss aus Berlin und zum Schluss nochmal die Nationalhymne. Jetzt singen wir gemeinsam die Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfang. Blühe Wanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Jawohl, herzlichen Dank, kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. 7. April sind wir wieder da. Merkel muss weg! Ja? Ich habe. Bitte an den Zaun. Ich wollte dich voll nicht. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war unsere 202. Veranstaltung. Mich verfolgt die liebe Barbara. Wir grüßen nochmal die Zuschauer. Das kann auch nochmal die Barbara machen. Nämlich unsere Roswitha. Grüßen wir auch nochmal. Und natürlich die Heidi. Bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Und von mir nochmal schöne Ostern. Nächste Woche sind wir wieder da. Schön patriotisch bleiben und besuchen Sie Ihre Familie. Sie wartet auf Sie. Hingehen und rausgehen in das schöne Wetter. Genau. Soweit von uns für heute. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen. Nächste Woche wieder, denn ab 18 Uhr direkt aus Berlin. Auf Wiederschauen.